Stimmt es, dass Ibn Hajar Ash'ari Aqidah hat? Das stimmt nicht. Ibn Hajar ist kein Ash'ari, auch wenn ihm das vorgeworfen wird. Und nur weil eine Person eins, zwei Abweichungen von Ahl Sunnah hat, in zum Beispiel den Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, bist du nicht automatisch ein Ash'ari. Ja? Deswegen, Ibn Hajar war kein Ash'ari.